Der Priester und die Pastoral in einer digitalen Welt, neue Medien im Dienst des Wortes Gottes. Dies ist das Thema, das der Papst für den 44. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel ausgewählt hat, der am 16. Mai begangen wird. Auf diese Weise soll die Reflexion weitergeführt werden, die mit der Botschaft der letzten Veröffentlichung über die Evangelisierung des digitalen Kontinents begonnen wurde. Indem der Akzent für diese Mission auf den Priester gelegt wird, fügt sich die Botschaft perfekt in das Priesterjahr ein. Die geweihten Amtsträger werden vom Papst eingeladen, ihre besondere Sendung im Internet einzubringen. Wie schon Papst Benedikt XVI. Sagte, sollte ein Priester sich im Internet vor allem um seine priesterliche Identität mühen. Und dann muss er auch sein Herz mit dieser Glut heiligen, die im Internet die ganze authentische, ehrliche und tiefe evangelische Botschaft manifestiert. Di una testimonianza evangelica, autentica, sincera, profonda. Diesem jungen Priester, wie auch einer Vielzahl von Klerikern, die im Internet präsent sind, erlaubt das Netz, sich vielen Menschen zuzuwenden, auch denjenigen, die sich nur am Rande der Kirche befinden. Das erklärt uns Don Scarpita. Man kann Personen erreichen, die mit der Kirche nichts zu tun haben. Aus meiner persönlichen Erfahrung mit Facebook und anderen sozialen Netzwerken weiß ich, dass man auch diejenigen im Internet erreichen kann, die Jesus Christus absolut nicht begegnen wollen. Dort ist es, wo man säen kann. Man kann eine Botschaft säen, einen Satz und damit den Samen des Evangeliums ausstreuen. Un messaggio, si semina una frase, si semina qualche contenuto del Vangelo. Außer der Möglichkeit, das Wort Gottes zu verkünden, kann im Netz auch ein wahrer und echter Dialog stattfinden. Es erlaubt, Botschaften zu senden und ermöglicht auch, die Reaktion der Personen auf diese Botschaft zu erfassen, durch ein Feedback, das die Benutzer hinterlassen. Nur circa 2 Monate vor dem Abschluss des Priesterjahres ist diese Botschaft des Papstes ein Appell an die Priester, sich zu Verkündern der frohen Botschaft auf diese neue Weise zu machen, mit diesen neuen Mitteln der Kommunikation.